Tschüss. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen von uns. Mit uns meine ich diese süße Maus hier. Tick, 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 tick. Ja, hallo. Kuckuck. Gell? Du bist die süße Maus, bist du. Heute heißt es Koffer packen. Und zwar nicht für mich, sondern für Eliana. Eliana wird nämlich mit Kat morgen, also mit Kat, Mama und Lorena morgen auf eine Reise gehen. Es ist so komisch irgendwie, also voll das komische Gefühl, dass Eliana ohne ihre Eltern in Urlaub geht. Sie geht nämlich auf die Disney Cruise. Ist natürlich mega, mega krass und sie wird auch mega krass viel Spaß haben, wird bestimmt auch nicht viel an uns denken, weil da so viele Eindrücke sein werden. Aber Juli und ich haben gestern schon gesagt, boah, es ist so komisch, weil das fällt einem so schwer loszulassen, weil Eliana war noch nie auf einer Reise ohne einem Elternteil. Also meistens war sie immer mit mir. Kaya und ich bleiben zu Hause, weil sie darf noch nicht offiziell auf die Disney Cruise. Das ist erst ab 6 Monaten. Ja, heute werde ich ihren Koffer packen. Sie hat schon ihren Koffer gepackt, aber ich packe den nochmal neu. Ich glaube, da ist noch nicht alles drin. Ich glaube, sie hat nicht mal Unterhosen oder sowas eingepackt. Sie hat einfach nur ihre Lieblingsklamotten eingepackt und Badesachen. Mehr nicht. Einen wunderschönen guten Morgen! Wie groß bist du? So groß! Ja! Ich gucke mir gerade so ein Video an von 50 Things You Need to Know Before Cruising with Disney. Ja, es gibt Good News, Leute. Wir gehen nämlich auf eine Kreuzfahrt. Es ist nicht nur irgendeine Kreuzfahrt, es ist Disney Cruise. Ja, morgen geht's los auf eine Disney Cruise. Und ich muss dafür noch heute packen. Ich will auf jeden Fall noch, also jetzt packen, damit ich weiß, was mir fehlt, damit ich es noch besorgen kann. Aber eigentlich gibt's ja eigentlich alles an Bord, oder? Also ich will auf jeden Fall heute noch packen, also jetzt packen, weil damit ich weiß, was mir fehlt, was ich noch einpacken muss. Was ich vielleicht noch waschen muss. Also ich habe jetzt schon die ersten Wäscheladungen gemacht, weil irgendwie, ich hätte es irgendwie gar nicht gedacht, es ist hier eine europäische Kreuzfahrt. Das heißt, es ist das gleiche Wetter wie hier. Ja, und ich habe fast nichts mehr zu anziehen für dich. Deswegen habe ich jetzt gewaschen. Ja, geht gar nicht, oder? Koffer packen. Sobald sowas raschelt, kommt Mila an mir gelaufen. Ey, ich schwöre. Die macht mich aggressiv, Mila. Die isst einfach so gerne Plastik. Und die geht ja auch schon raus. Also ist ja nicht so, dass sie nur zu Hause ist. Also Lorenas Sachen habe ich alle schon gerichtet. Die sind in ihrem Zimmer. Die muss ich eigentlich nur noch einpacken. Die Seite nehme ich für Lorenas Sachen und die Seite ist für meine Sachen. Die tiefe Seite. Und ich glaube eigentlich, die Sachen von Lorena müssen alle eigentlich auf der Seite reinpassen. Also die Sachen von Lorena, dazu gehört ja auch noch Windeln, Milch. Das war noch Zeit, als ich noch gestillt habe. Hat seine Vor- und Nachteile, Leute. Aber ich schwöre, es ist gerade so wild um mich rum. Rechts springt Mila über mir. Auf der anderen Seite klettert Lorena hier über mich. My life in a nutshell. Solche Kleider gehen ja eigentlich immer. Das ist ganz cute, oder? Ich glaube, viele Sachen muss ich auch anprobieren. Das hier ist so ein Cover-up, you know? Like when you're at the pool and like. Du hast Bikini an und so weiter, du willst nicht nackt sein. Mal gucken, ob das. Ich habe das mal bestellt gehabt für Philippinen eigentlich. Sah aber richtig scheiße aus an mir. Aber mittlerweile hat sich ja meine Figur geändert. Ich mache gerade Mittagessen. Es gibt heute frische Bandnudeln in Curry-Sahnesoße mit Brokkoli. Mama, machst du das für mich? Ja.
Ich habe mir Mittagessen gemacht und Lorena war müde. Die habe ich zum Schlafen gebracht. Ich habe so krass Hunger, Leute. So krass Hunger und in der Zeit bereite ich auch noch Mittagessen für Lorena vor. Es gibt Süßkartoffel und Reis, glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Wir haben jetzt schnell Mittag gegessen und Eliana und ich sind jetzt unterwegs, weil Eliana ist heute auf einen Kindergeburtstag eingeladen und unser Geschenk für ihre Freundin ist nicht rechtzeitig angekommen. Deswegen gehen wir jetzt noch kurz eine Kleinigkeit kaufen und das richtige Geschenk geben wir dann nachträglich. Ich weiß auch nicht, warum das nicht angekommen ist. Ja, auf jeden Fall holen wir jetzt ein paar Kleinigkeiten, damit sie was zum Auspacken hat. Gell? Okay? Und du suchst aus. Ja, weil ich weiß, was sie mag. Genau. So, wir haben jetzt ein paar Kleinigkeiten gefunden. Also von Süßigkeiten, Zeitschrift und so ein kleines, da kann man hier so Armbänder machen und ein Dusch, so ein Dusch-Shampoo. Dann kommt Eliana hier wenigstens nicht mit leeren Händen an. Ja. So, bei Lori ist jetzt auch Mittagessen angesagt. Zumindest versucht sie es. Sie hat eigentlich ganz gut aufgegessen. Sorry, ich habe gerade voll geschmatzt, aber immer wenn ich ganz kurz in die Küche laufe, sneak ich mir so ein Toffifee und esse es aber nicht vor ihr, weil sonst kriegt sie Futterneid. Ey, das ist so schlimm, dieser Futterneid. Lori hat richtig krass schlimmen Futterneid. Sobald sie jemanden sieht mit einer Schüssel, mit einem Glas, mit die krabbelt direkt zu dieser Person hin und versucht ihr diese Schüssel aus der Hand zu reißen. Ja, schmeckt dir dein Essen? Es gab bei Lori Süßkartoffel und Reis und Orange. Richtig random. Aber ich wusste nicht, was ich so auf die Schnelle machen soll. Ich bin allgemein ein bisschen überfordert, was das Essen angeht, weil ich habe ihr ja irgendwann Brei gegeben. Also am Anfang, das hat auch voll gut geklappt mit Brei und so weiter. Und dann hatte sie gar keinen Bock mehr auf Brei. Sie wollte gar nicht mehr diesen Brei essen. Sie wollte das essen, was wir auch essen. Also haben wir dann angefangen, ihr immer Essen zu geben. Also das Essen zu geben, was wir auch essen. Zum Glück essen wir jetzt nicht so krass, wie nennt man das, so ausgefallen, sag ich mal. Und wenn, dann haben wir quasi so eingeführt, dass wir Salz halt einfach komplett weglassen. Und erst im Nachhinein salzen, wenn wir jetzt am Tisch sind. Das hat auch immer ganz gut geklappt, aber manchmal, also Leo und ich essen manchmal so mittags halt irgendwie so gar nichts. Und da muss ich immer so improvisieren. Oder beziehungsweise kocht mal mit einem Kind. Das ist voll schwierig. Also man muss sie die ganze Zeit irgendwie beschäftigt halten und man kocht dann parallel. Und dann habe ich auch noch Respekt vor dem Messer, wenn sie dann unter mir krabbelt. Nee. Ja, deswegen mache ich es oft so, dass wenn sie schläft, bereite ich schon irgendwie ein paar Sachen vor, aber das ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit, wisst ihr, was ich meine? Ah ja. Hast du auch was zu erzählen? Ah ja. Er hat jetzt voll lange geschlafen. Okay. Schreibt mal, wie ihr es macht. Also ich glaube, viele frieren ein, ne? Also die machen, glaube ich, so eine Riesenportion und frieren es dann ein und machen es dann immer warm, aber ja. Ich bin nicht mal bei meinem Essen so, Leute. Ich bin nicht mal. Also generell, ich bin nicht so eine Person, die so vorplanen kann und so vorproduzieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich habe sowas auch nicht mal mit meiner Mutter Milch gemacht. Darf ich auch jetzt was sagen, oder? Ja? Okay. Genau, und ich schaff's nicht mal für mich selber. Wie soll ich es denn für Lori schaffen? Ist ja so. Ich bin, glaube ich, 8 oder 9 Monate alt.
Habe ich ihr jetzt nur noch, also die wollte halt irgendwann nicht gefüttert werden und die hat immer so den Löffel weggenommen und wollte sich selber füttern und dann habe ich angefangen, ihr einfach Sachen zu geben, was sie selber essen kann und ist halt immer messy, aber an sich ist es ja aber auch nur gut, also für die Babys, weil so lernen die halt selbstständig zu essen, irgendwann gibt man ihr dann halt auch so Löffel und Gabel. Irgendwann gibt man ihr dann Löffel und Gabel in die Hand und dann kann sie dann selber auch mit Besteck essen. Und so lernt sie halt auch irgendwie so kennen, so das Essen kennen. Und fühlt sie es auch, ich weiß nicht. Ich mache so quasi Baby-led Weaning mit ihr. Fertig mit Essen. Jetzt wird sauber gemacht, da ist überall Reis in jeder Ritze. Das muss ich jeden Tag sauber machen. Ja. Das ist noch easy, weil das kann ich jetzt alles einsaugen. Also da bin ich echt froh, dass wir einen Fliesenboden haben, ne? Weil was hier teilweise hier an Essensresten sich festsetzt und was wir schon mal abkratzen mussten und das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber das ist dieser Moment, wo ich es mir quasi einfach mache. Während sie halt isst, bin ich quasi free und kann dann selber essen oder kann noch Sachen erledigen, die ich erledigen wollte. Ich bin jetzt hier bei Kat angekommen. Das ist übrigens die Auswahl an Kuchen, die ich beim Bäcker geholt habe. Eclair, Johannisbeerkuchen, Rhabarber, Rahm und Käse, Mandarine. Und falls ihr euch fragt, warum hier Katzenfutter auf der Küchentheke ist, weil Lori es sonst isst. Was isst du denn? Katzenfutter? Nee. Eliana ist jetzt auf ihrem Kindergeburtstag. Genau, heute Abend wird sie dann auch wieder nach Hause gefahren. Das ist ganz chillig, also wir müssen sie nicht abholen. Dann geht es auch schon ans Kofferpacken für Eliana. Also ich werde ihr Koffer erst packen, wenn sie schläft, weil das macht sonst gar keinen Sinn, weil sie sonst noch... Also wenn sie mitbekommt, dass ich ihr Koffer packe, dann tut sie alles wieder umschmeißen. Deswegen lieber nicht. Wir haben nämlich von Disney eine Art... Packliste bekommen, beziehungsweise daran können wir uns ein bisschen orientieren, was wir einpacken sollen und oder halt, was die einpacken sollen. Ich finde, es hört sich so an, als würde ich mitgehen. Ja, und weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, heute Abend gucken wir uns Ariel an. Ariel, die Meerjungfrau. Gefühlt war schon ewig der Trailer draußen dafür. Also wirklich, ich glaube, letztes Jahr oder so habe ich das schon gesehen, überall auf TikTok und auch auf YouTube. Und der Film ist einfach erst jetzt raus, aber es ging irgendwie trotzdem schnell rum. Der ist jetzt seit dem 25. Mai, glaube ich, im Kino. Tina Turner ist gestorben, hast du noch mitbekommen? Ja. Aber einfach nur so, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob der krank war. Keine Ahnung. Keine Ahnung, 83 ist doch ein gutes Alter, oder? Ja, genau, das meine ich ja. Also aus Altersgründen jetzt nicht irgendwie Autounfall oder so. Leo, heute Morgen so, Tina Turner ist heute gestorben. Auch bekannt für ihre Pop-Hits. Simply the Best. Ich höre so, ich kenne Tina Turner. Ja, echt, so, die reden davon so, als würde man Tina Turner nicht kennen, ey. Ich finde Tina Turner, das ist schon so ein Künstlername, das ist schon so ein Name, den man so... Ey, aber voll dumm. Das ist jetzt voll dumm. Ich dachte, sie wäre schon tot. Echt? Weißt du warum? Weil ich gedacht habe, so, ja, also, weißt du, alle Aufnahmen, die man von ihr sieht, sind halt von früher. Und es gibt ein Musical von ihr. Also so, ja. Ich dachte irgendwie, die ist schon. Ja. Nee, weil es die auch schon so ewig gibt, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall gibt es auch diesen Tina Turner-Film, wo so ein bisschen ihre Biografie dargestellt wird. Die hatte voll den steinigen Weg. Ja. Und auch richtig Pech mit in der Liebe und ja. Ja. Und die wurde ja auch geschlagen und so. Ja, genau. Und so richtig schlimm. Ich habe da richtig mitgefühlt. Ja. Und das war so richtig krass geschauspielert, fand ich. Und weißt du, was ich auch gedacht habe? Und keine Ahnung, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich dachte irgendwie, sie wäre auch irgendwie Philippiner. Nee. Aber weißt du, warum ich nur das sagte? Weil so viele Philippinas Tina Turner Wannabes sind. Deswegen dachte ich dann so, ja, die ist bestimmt auch eine Philippiner. Ja, also es gibt eine Filipino Tina Turner. Die kommt auch manchmal bei uns im Verein vorbei. Und dann rockt die Bude ein. Ja, echt so. Wir sind ins Kino. Bin wieder zu Hause.
Wir waren jetzt in Ariel drin und ich muss ehrlich sagen, also ich hatte sehr hohe Erwartungen, aber vielleicht auch schon, weil der Trailer gefühlt seit einem Jahr draußen ist und sehr, sehr viel darüber diskutiert und geredet worden ist. Aber ich fand es trotzdem gut, weil es war sehr, also es kam dem echten Film sehr, sehr nah. Meine Kamera flackert immer, wenn ich hier in der Küche stehe, wahrscheinlich wegen dem LED. Egal. Hast du echt gesehen, wie viele so Location-Vorschläge wir bekommen haben? Richtig viele. Auch auf Instagram haben wir richtig viele bekommen. Also vielen, vielen Dank übrigens an alle, die mir Location-Vorschläge geschickt haben. Da waren echt sehr, sehr tolle Sachen dabei. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar gespeichert. Und wie fühlst du dich, wenn Eliana alleine ohne uns weggeht? Nee, es fühlt sich nicht gut an, bin ich ganz ehrlich. Also ich vertraue Lisa und Kat voll. Also das ist nicht das Problem, aber es ist ein Kind für eine Woche auf hohe See zu lassen, um überall woanders zu sein und nicht an einem Ort, empfinde ich nochmal schwieriger als einfach nur hier, sie geht 5 Tage an Gardasee. Also dieses so, sie reist quasi rum, das fällt mir schon arg schwer. Und man weiß nie genau, wo sie jetzt ist und dann ist sie mal mehrere Tage auf hoher See. Man hat keinen Zugriff auf sie. Das fühlt sich nicht absolut nicht gut an. Es wird, glaube ich, vor allem morgen oder so die ersten Tage werden, glaube ich, richtig komisch sein. Also für mich werden die ersten Tage sowieso komisch sein, weil Juli geht auf NJGA morgen. Ich meine, jetzt kann ich es ja sagen. Er wird es nicht sehen, wird sein, weil ein guter Kumpel von ihm heiratet dieses Jahr. Und genau, morgen geht der JGA los. Und ich werde einfach komplett alleine sein mit Kaya. Mama, Kat, Eliana ist weg und ihr seid weg, also du und Leo. Schon krass. 2 Tage werde ich alleine sein. Und die Katzen natürlich. Ich werde dann auch bei Kat vorbeigehen, mich dort um die Katzen kümmern. Hab immerhin eine Aufgabe, ne? Baby schläft. Ich sag dann mal Tschüss für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.